Lieben und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch das zweite Projekt von meinen Projekten mit dem Set Gumball Greetings, was ich an meinem Instagram live gemacht habe, mittwochs um 20 Uhr. Schaut gerne mal rein auf meinen Instagram-Kanal Mom Loves the Stamp. Ich habe euch auf meinem Blog noch zwei andere Projekte verlinkt und gezeigt mit Anleitung und allen Produkten und Maßen. Schaut doch mal rüber, www.momlovesthestamp.blogspot.de. Und heute zeige ich euch, wie wir diese kleine süße Verpackung zusammen machen. Und zwar habe ich dieses Set gesehen und mir ist sofort eingefallen, was ich da reinpacken kann. Es gibt nämlich, wahrscheinlich kennt ihr die auch, diese kleinen runden Kaugummis. Diese ganz bunten und die passen, finde ich, einfach super gut zu diesem Set und zu diesen Farben. Und dafür wollen wir jetzt diese Verpackung heute machen. Ihr braucht ein Stück Farbkarton in Osterglocke und euer Schneide- und Falzbrett. Der Farbkarton hat die Länge 13 auf 17 cm und ihr legt die kurze Seite oben an und falzt bei 1 cm. Falzen nicht schneiden. Das passiert doch immer wieder. Bei 4 cm. Ihr braucht das jetzt nicht mitzuschreiben, weil alle Maße auf meinem Blog stehen. Da könnt ihr die komplette Anleitung runterladen, euch ausdrucken, speichern und so weiter. Ihr habt das da oben als PDF und genau, könnt es jederzeit wieder abrufen, damit ihr das für euch zusammen habt. Die lange Seite falten wir bei 3 cm. Legen wir es so an. Und bei 14 cm. Ich habe dieses Set zuerst komplett übersehen im Katalog. Und war gar nicht so meins erst. Und dann habe ich angefangen, meine Lives zu planen, meine Workshops zu planen. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Dann sind mir eben diese runden Kaugummis in den Kopf gekommen. Und ich habe mir gedacht, weißt du was? Die besorge ich mir jetzt und dafür bastle ich jetzt eine richtig gute Verpackung. Genau, ziehe alle deine Falzlinien nach. Dann brauchst du deine Schere. Die Paper Snips sind leider momentan nicht lieferbar. Ausverkauft. Jetzt schneiden wir alle unsere Quadrate, die wir hier haben, ein. Und zwar immer einmal so und dann einmal so schräg. Hier und hier. Das hilft dir einfach, dass wenn du es dann zusammenkleben willst, dass es eine schöne Kante ergibt, sich schön zusammenfügt. Hier und hier. Das hier, diese kleine 1 cm Lasche, ist die Klebelasche. Da schneiden wir gleich so schräg ein. Da drüben auch. Und das können wir alles da drüben wegschneiden eben. Die Farben, finde ich, passen einfach total gut zu diesem Thema, zu diesem Motto. Ich finde das so schön, so sommerlich und so, ja, einfach fröhlich und auch für Kindergeburtstage einfach wirklich total passend. Du kannst natürlich jede Farben wählen, wie du möchtest und das Ganze nach deinem Geschmack dekorieren und verzieren. Ich lege euch das kurz so hin, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Screenshot machen, damit ihr genau wisst, wie ihr das quasi schneiden müsst. Das schneiden wir hier noch ab, habe ich jetzt gerade gesehen, das habe ich vergessen. Genau. Dann wisst ihr ganz genau, wie ihr das schneiden müsst. Ihr braucht jetzt Kleber und zwar auf diese Lasche hier, weil wir das dann dazu kleben. Wenn du willst, dass es ganz, ganz fest zu ist, dann nimm das Abreißklebeband. Ich nehme jetzt einfach so einen Roller hier und füge dann meine Verpackung schon zusammen. Das ist echt schnell gemacht. Das heißt, wenn du auch mal viele machen musst als Goodie oder irgendwas, dann hast du hier schon deine Verpackung, wie du siehst. Jetzt klebe ich unten den Boden zu.
Dazu gebe ich einfach ein bisschen Kleber auf die einzelnen Laschen. Zack. Und zack. Und zack. Jetzt hast du dann schon deine Verpackung unten zu. Du kannst dein Falzbein nehmen, hoppala, und kannst dann da unten nochmal so ein bisschen nachstreichen, dass es quasi richtig fest zu ist. Oben lassen wir noch auf, da kommt nämlich später ein Magnet rein, weil wir das mit einem Magnet quasi hier verschließen einmal. Oh. Hoppala, jetzt ist aufgegangen. Zu fest. Und hier ist quasi sind deine Kaugummis drin. Richtig, richtig super. Jetzt machen wir uns unseren Kaugummi-Automaten. Und zwar brauchen wir da ein Stück in Flüsterweiß gab es mal, gibt es nicht mehr. Ein Stück in Grundweiß. Wir stempeln das Ganze mit Memento, weil wir wollen danach den Stempelblend ausmalen. Ich stempel mir das jetzt schon so zusammen, dass es quasi schon aufeinander aufbaut. Richtig schön dieser Abdruck. Dann kommt die Kuppel. Dabei ist das kleinere Ende oben. Und hier ist der Deckel. Perfekt, oder? Was sagt ihr dazu? Wir nehmen jetzt zwei Farben. Also ich habe jetzt zwei Farben ausgewählt. Und zwar ist das Schiefergrau und Blutrot. Und da lege ich mir nur kurz was unter, damit ich mir das dann nicht alles hier voll schmiere. Und dann malen wir das einfach mal aus. Ich habe jetzt erst mit dem Hellen angefangen. Und mache jetzt einfach alles hier grau, außer diesen kleinen Dreher hier vorne oder diese Kurbel. Ich bin jeden Mittwoch live auf Instagram, mein Profil Mom Loves the Stamp, um 20 Uhr. Jede Woche wähle ich ein Produktpaket oder ein Stempelset aus und gestalte damit drei Projekte. Du kannst die drei Projekte von mir gratis zugeschickt bekommen als Make and Take. Wenn du zwischen Mittwochabend und Samstag Mitternacht bei mir im Online-Shop bestellst oder bei mir persönlich für mindestens 35 Euro oder mehr. Und dann schaue ich mir am Sonntag eben an, wer alles bestellt hat und schicke dann am Montag die Make and Takes, also schneide am Montag die Make and Takes und schicke sie dann am Dienstag raus. Dann kannst du quasi diese Projekte, die ich mache, nachbasteln zu Hause. Das ist richtig toll. Voilà, es ist quasi wie eine mini kleiner Workshop. Meine Workshops funktionieren generell auch so, dass wenn du einen Mindestbestellwert hast, dass der Workshop gratis ist. Da oben lassen wir natürlich weiß, weil da wollen wir noch was reinstempeln für unsere Kaugummis. Das Tolle an den Stampin' Blends ist ja, dass wirklich jeder mit diesen Stampin' Blends einfach nur ein Künstler ist. Das ist ja das Schöne. Sieht einfach so super aus. Jetzt geben wir noch ein bisschen Schattierung hier rein, ein bisschen Tiefe in das Ganze. Du kannst ja durch die verschiedenen Farbtöne, durch hell und dunkel, kannst du einfach die Schattierungen mit reinbringen, ohne dass du ein großes Wissen haben musst über Kolorieren und so weiter. Das ist ja wirklich das Schöne. Das malen wir uns auch noch hier hell aus und dann malen wir noch die den Griff oder die Kurbeln malen wir auch noch in Rot aus, und zwar in Dunkelblutrot. Ups, ich bin halt echt nicht so gut dabei. Mit dem Malen merke ich gerade. Ausmalen. Schaut morgen unbedingt auf meinem Blog vorbei, weil da habe ich noch ein Zusatzprojekt für euch. Neben den drei Projekten, die ihr jetzt gesehen habt.
Und zack. Fertig. Genau. Jetzt stempeln wir unser Inneres hier. Das sind die Herzchen. Ich habe mir 4 Farben ausgewählt. Und zwar grüner Apfel, Pazifikblau, Osterglocke und Blutrot. Dann fangen wir einfach an mit grüner Apfel. Hoppala. Nicht geklebt. Und die kannst du einfach verteilen, wie du möchtest. Pazifikblau. Osterglocke. Ui, das ist jetzt sogar gemischt, weil ich nicht gescheit gedrückt habe, seht ihr mal. Und Blutrot. Jawohl. Das wäre schon unser Kaugummi-Automat. Dieses Set hat ja auch so ganz, ganz lustige liebe Sprüche. Ich habe jetzt hier verwendet, hoppala, unsere Kaugummi springen raus. I choose you. Die kommen uns schon entgegen, die wollen uns schon Hallo sagen. Ich habe gewählt, I choose you, genau. Und habe es jetzt schon rausgelegt. Wo habe ich es hin? Da ist es. Weggehüpft. Dazu nehmt ihr euch nochmal ein Stück Osterglocke. Und ich habe das mit dem Blutrot da drauf gestempelt. Perfekt. Und ausgestanzt mit dem Wellenkreis. Den gibt es jetzt momentan leider nicht mehr im Sortiment, aber du kannst natürlich auch per Hand ausschneiden. Du kannst jede andere mögliche Kreisform verwenden, die du möchtest. Jetzt schneiden wir unseren Kaugummi-Automat noch mit der Schere aus. Es gibt dazu passende Stanzen, aber die Stanzen schneiden die Einzelteile aus und ich möchte jetzt in dem Fall im Ganzen haben. Deswegen schneide ich es jetzt so aus mit der Schere. Was gut funktioniert, wenn du dich ein bisschen schwer tust mit dem Schneiden, ist, dass du außen um dein Stempelbild einen kleinen weißen Rand lässt, wie eine Art weiße Bubble oder Wolke, so wie bei so einem Comic. Das macht es für das Auge ganz angenehm zum Anschauen und du tust dich auch leichter, wenn du nicht auf der schwarzen Linie direkt schneiden musst. Da muss es nicht so komplett genau sein. Und man sieht eigentlich diese, wenn da mal Unebenheiten drin sind, die sieht man eigentlich gar nicht. Jetzt schneiden wir alles noch aus. Und dann können wir auch unsere Box schon zusammenfügen. So, schaut's mal. Das legen wir zur Seite. Sieht super aus. Hier haben wir unsere Box. Ich habe jetzt noch ein kleines rotes Band außenrum geknotet. Und zwar das hier, das ist das Band in Leinenoptik. Hier ist die Klebenaht, die sollte hinten sein, also legt ihr euch das so vorne hin. Und ich habe das Band außen rum geschlungen einmal und habe dann damit eine Schleife gemacht. Die so ein bisschen seitlich rausschaut. So, genau. Die klebe ich mir, meinen Kaugummi-Automaten klebe ich mir auf Dimensionals. 1, 2 reichen. Und klebe mir den einfach hier drauf. Wie schön, schaut mal. Meinen Spruch gebe ich mir auch noch hier drauf. Zack, zack. Und klebe den mir diesmal
hier seitlich hin, weil es mir gut gefällt. Jetzt können wir unsere Kaugummis einfüllen. Ich glaube, es geht so 4 oder 5 Stück rein. Das ist einfach ein süßes Geschenk. Das kannst du viel machen und kannst es dir neben die Haustür legen. Und wenn jemand kommt und du willst ihm was geben, was Nettes mitgeben, dann hast du was an der Hand. Und das finde ich einfach ganz toll, sowas. Ich liebe das einfach, wenn man kleine Aufmerksamkeiten da hat und ja, einfach für nette Leute was da hat. Auch für weniger nette. Jetzt versuche ich hier meine Magnete abzubekommen. Das habe ich nämlich vergessen vorzubereiten vor dem Video. 1 und 2. Na, komm hier. So. Jetzt, also du klebst dir einen auf an der unteren Klebelasche. Da unten. Und faltest dann alle zu, also so, so, so. Und schaust dann quasi, wo der sich anhängt bei dem anderen. Und klebst dann dementsprechend deine Glue Dots auf. Am besten geht es nämlich mit Glue Dots. Und ich verwende hier 2 Stück. Das müsste normalerweise reichen. Und dann schauen wir mal, ob das gescheit klebt. Was du machen kannst, damit der Magnet hier nicht ausreißt, ist ein Stück Designerpapier darüber kleben. Und dann kannst du es leichter wieder aufmachen. Jetzt ist es zu. Du siehst es. Hier ist unser schöner Kaugummi-Automat. Unser zweiter. Ein ganz, ganz nettes kleines Mitbringsel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schaut auf meinen Blog für die Anleitung. Macht's gut!